So, vielen Dank, Yannick, für die nette Anmoderation. Mein Name ist Christian Hort. Ich bin seit fast einem Jahr jetzt bei der T-Systems Family und ich komme aus der Embedded Hardware und Software Welt. Deshalb ist es mir heute eine ganz besondere Ehre, vor den IT-Experten zu sprechen. Und ich habe Ihnen in meinem Vortrag mitgebracht zum Software Defined Car, wie wir einerseits uns dem Thema genähert haben, was wir aus den Kundengesprächen erfahren haben und welche Ideen daraus entstanden sind. Doch bevor wir in den Vortrag einsteigen, möchte ich Sie ein bisschen auf das erste Slide vorbereiten. Wir haben versucht, mal die Zusammenhänge des Software-Defined Cars zu skizzieren in einem etwas kreativen Impuls. Und es ist daraus ein sehr strukturiertes Slide entstanden. Und lassen Sie es mal auf sich wirken. Und während Sie das tun, tun Sie mir einen Gefallen, geben Sie einen kurzen Applaus an das Team, was hier in vielen, vielen Stunden dieses wunderbare Bild geschaffen hat. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Das Bild ist natürlich pointiert auf das Portfolio der T-Systems und der Deutschen Telekom. Es ist sehr vielfältig. Sie können in jedem Punkt einsteigen und die Reise beginnen. Fangen wir vielleicht mal da hinten bei dem weniger architektonisch modernen Haus von Ihnen auf der rechten Seite an. Allerdings sind Solarzellen schon drauf. Da steht ein elektrisches Fahrzeug, das natürlich an einer Ladesäule der Deutschen Telekom lädt. Und der Nutzer des Fahrzeugs begibt sich dann auf die Reise. Er freut sich vieler Infotainment-Features und wenn er wieder an der Ladesäule ist und ihm langweilig ist, kann er sich mit In-Car-Gaming die Zeit vertreiben. Und die Technologie, die dahinter steckt, ist relativ simpel. Wir haben einen ganz leichten Client gebaut, der im Ivy-Stack des Fahrzeuges sitzt und sich mit dem Backend verbindet. Und die ganze Welt der Spiele läuft auf dem Backend ab und Sie brauchen nur eine recht geringe Bandbreite, um ein tolles Endkundenerlebnis im Fahrzeug zu haben. Und diese Technologie ist absolut ausbaufähig zu Education-Inhalten und vielen weiteren Möglichkeiten. Natürlich ist das Fahrzeug connected und es ist wichtig, dass der Endkunde, wir haben es ja heute in dem Vortrag von RTL von Herrn Pfennig gehört, dass der Endkunde seinen privaten Datenstrom getrennt hat von dem Datenstrom, die der OEM braucht, um Features abzudaten und die Software abzudaten. Und es muss sehr convenient funktionieren, wie der Datenplan ins Fahrzeug kommt. Und wir haben eine One-Click-Technologie entwickelt, um natürlich den Datenplan der Deutschen Telekom in das Fahrzeug zu bringen. Die Technologie ist besonders interessant, wenn es um das Thema Carsharing geht, wenn Sie die Fahrzeuge wechseln. Natürlich ist das Fahrzeug connected zur Infrastruktur und nicht nur zum Sendemast, sondern auch zu den Satelliten. Das ist die nächste Vision. Sie alle kennen das Unternehmen von Elon Musk, Starlink. Da geht es darum, dass man einen Satellitenverbund global schafft, der überall auf der Erde eine Internetverbindung hat. Es gibt interessante Überlegungen dann, was das bedeutet für den Zugang zur Internetbandbreite der Fahrzeuge weltweit, vor allem auch in Gegenden, wo keine Verbindung ist. Die Deutsche Telekom hat einen anderen Ansatz gewählt. Das sind die sogenannten High-Altitude-Plattformen. Das sind ungefähr Flugzeuge, die in der Höhe von 10 bis 20 Kilometern mehrere Tage völlig nachhaltig in der Luft sind und sozusagen einen Sendemast mit dem gesamten Equipment in der Luft haben, um direkt viel näher am Geschehen die Fahrzeuge zu verbinden. Das Fahrzeug fährt autonom weiter und bekommt ein Korrektursignal zur exakten Bestimmung der Position auf der Straße, Precise Positioning nennen wir das. Das ist ein Korrektursignal aus dem Referenznetzwerk und des Mobilfunkmasten und es wird umgerechnet im Fahrzeug über unser Backend transferiert und ist ein wichtiger Bestandteil, um die Position des Fahrzeugs sehr genau zu bestimmen. Dann sehen Sie auf der Backend-Seite, das Software-Defined Car braucht viele Daten, generiert viele Daten. Backend ist ein großes Thema, da komme ich nochmal im Laufe des Vortrages drauf zurück und auch aus sehr gegebenem Anlass sehen Sie da das Thema oben Sovereign Cloud. Wir haben es heute schon gehört. Wir müssen sehr verantwortungsvoll mit den Daten umgehen, um eben die Monetarisierungsmodelle wirklich zum Leben zu bringen, denn die Eigentümer der Daten müssen Vertrauen in solche Netzwerke haben. Und all das ist natürlich dazu ausgelegt, den OEMs, die Wertschöpfung der OEMs zu maximieren und natürlich begeisterte Endkunden im Fahrzeug zu erzeugen. So, und jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten. Jetzt habe ich Ihnen drei Bereiche mitgebracht. Da möchte ich Impulse setzen und ein paar Hypothesen mit Ihnen teilen. Das ist einmal der Bereich Architektur, dann die Zusammenarbeit und auch nochmal das Thema Datensouveränität. Beginnen wir mit der Architektur. Das Software-Defined Car braucht Abstraktion. Die Software muss von der Hardware getrennt werden
um verschiedene Dinge zu erreichen. Die Entwicklungszyklen sind völlig unterschiedlich. Aus der Hardware-Welt kommend haben Sie circa 1 bis 3 Jahre Entwicklungszyklen, um die Hardware zu erneuern und idealerweise, und davon träumen wir auch alle noch in der Hardware-Welt, wäre es gut, wenn wir das in großen Stück zahlen könnten. Der Hartmut lacht zu dem Thema, der weiß genau, von was ich spreche. Es geht darum, Skaleneffekte zu generieren. Wenn hingegen die Software, die oben drauf sitzt, fast nachher, wenn der Digital Loop funktioniert, im Tagesrhythmus aktualisiert wird. Und wenn wir uns jetzt die Infrastruktur dazu anschauen, stehen wir heute dort an einem Punkt, wo wir solche Abstraktionsleistungen im Fahrzeug sehen, im Ivy-Stack. Und das Fahrzeug spricht auch mit entsprechender Funktionalität mit dem Backend. Wenn wir diese Gleichung jetzt erweitern um einen Mobilfunkmasten mit einer sehr hohen Rechenkapazität, wir nennen das Far Edge, und die Abstraktion erreichen, dann merken Sie, dann fängt die Software an zu fließen. Dann können Sie situationsbedingt Microservices losgelöst von der Runtime im Fahrzeug, im Backend oder auf der Edge laufen lassen. Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben eine ADAS-Funktionalität, die einerseits natürlich auch ohne Connectivity ihre Leistung bringen muss. Aber sobald sie verbunden ist und connected ist, bekommt sie zusätzliche Informationen von Microservices, die auf der Edge laufen, weil diese Microservices in diesem Moment regionale, fahrzeugspezifische Daten aus anderen Fahrzeugen in einer ganz bestimmten Form aggregieren und als Zusatzinformationen in das Fahrzeug bringen. Und die Vision kann man noch ein bisschen weiter treiben, wenn wir es jetzt schaffen, plattformübergreifend solch eine Abstraktion zu erreichen, dann freuen sich die Entwickler. Weil dann entwickeln die Entwickler gegen ein System, schon idealerweise im Vorfeld, lange bevor das Fahrzeug, das das Ziel für diese Software ist, im Markt ist, und können sich konzentrieren auf Qualität und Time to Market. Und wir investieren in diesen Bereich, indem wir im Backend Orchestration Layers bauen, die genau diesen ersten Schritt für hier in der Mitte diesen Vehicle Edge Backend Prozess beschreiben. Und ich komme weiter auch zum Backend, möchte aber ein anderes Thema ansprechen. Und zwar Kooperation. Wir alle sehen, dass die OEMs einen starken Anspruch haben, den gesamten Software-Stack zu entwickeln. Mittlerweile merken wir aus Kundengesprächen, dass es hier eine Wende gibt. Warum? Wir haben ein knappes Talent am Markt. Das heißt, die richtig guten Leute werden dort eingesetzt und sollten dort eingesetzt werden, das ist unsere Überzeugung, wo die Differenzierung am größten ist. Und es ist auf der OEM-Seite definitiv die Applikationsebene. Und hinter dieser Überzeugung, auf dieser Überzeugung aufbauen, investieren wir sehr stark in diesen Backend-Bereich, weil wir sagen, das ist eine plattformübergreifende Lösung, die keinen unmittelbaren differenzierenden Vorteil hat, sondern die die Möglichkeit gibt, Applikationen zu schreiben, die auf diesen Funktionen aufbauen und die über die Hyperscaler mit einer gewissen Agnostik laufen. Und hier werden Sie noch viele Neuigkeiten von uns hören, was das Thema Digital Twin, Data Ingest, Private Key Management angeht. Und das ist einer unserer zentralen Bestandteile. Datensouveränität. Datensouveränität ist wichtig, da alle Daten, mit denen wir arbeiten, nur dann Sinn machen, wenn wir sie in irgendeiner Form monetarisieren können und wenn wir sie nutzen können. Aber um diese Nutzung zu gewährleisten, braucht es eins, das ist Vertrauen. Und das Prinzip der Datensouveränität sagt, es muss klar sein, wo die Daten liegen, es muss klar sein, wer auf diese Daten zugreift und die Daten müssen sicher sein. Und was ist das Problem dabei? Sie können auf Ihrem Campus sozusagen on-prem schon ein System bauen, was diese Prinzipien erfüllt. Nur das ist sehr teuer, zeitaufwendig. Und es wird nie den Innovationsstand haben im Vergleich zu einem Public Software Stack von einem Hyperscaler, weil dort sind die großen Elemente AI, Machine Learning, auf die alle Entwickler scharf sind. Und dem entgegenzutreten, haben wir einen großen Schritt gewagt. Wir haben die T-Systems Sovereign Cloud bei Google gebaut und haben im Prinzip Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, okay, die Daten werden physikalisch separat in Rechenzentren gelagert. Aber die Verschlüsselung dieser Daten liegt bei T-Systems. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn jemand auf diese Daten zugreifen will, von außen, aus welcher Motivation auch immer, er wird nur verschlüsselte Daten ausfinden. Und das ist eine Lösung, ein Schritt in eine Richtung, der es uns ermöglicht, diese entstehenden Daten aus dem Software-Defined Car einerseits Demonetarisierungsmodellen zuzuführen, aber auch vorzubereiten für die Anbindung an Catena X, unser gemeinschaftliches Netzwerk.
Das Produkt wird live sein, irgendwann nächstes Jahr im April, Mai. Und es wird auch dann Evolutionsstufen davon geben. Und wie gesagt, aus den ersten Kundengesprächen kommen da sehr interessante Feedbacks und wir werden noch mehr zu dem Thema hören. Abschließend möchte ich nochmal zurückkommen auf unser Ausgangsslide. Und wir haben über Abstraktionen gesprochen, über die Zusammenarbeit und über souveräne Daten. Da gibt es noch viel, viel mehr, über das wir reden können. Und ich würde mich sehr freuen, ich lade Sie auch herzlich ein, mit mir, mit meinen Kollegen heute darüber zu sprechen. Und wer sich künstlerisch betätigen will, ist auch herzlich eingeladen. Wir haben auch morgen eine Breakfast-Session, wo wir nochmal in die Details reingehen. Und ich freue mich auf den Dialog, der kommt und bedanke mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Vielen Dank, Herr Hort. Wir starten gleich mal mit einer persönlichen Frage. Sie sind ja jetzt seit einem Jahr Chef, Automotive-Chef bei T-Systems und waren vorher bei einem Automobilzulieferer. Wie hat dieser Seitenwechsel sozusagen Ihren Blickwinkel auf die Autobranche eigentlich verändert? Ja, schon sehr stark. Wenn wir ein bisschen aus der alten Perspektive beginnen, also wir wussten, die Trennung Software-Hardware kommt. Dass es so stark kommt, das war, glaube ich, jedem nicht, also nicht so ganz bewusst. Man hat immer gesagt, naja gut, die letzte Meile, diese Integration all dieser Funktionen, das Verheiraten mit der Hardware, das ist die große Kunst. Und es ist es auch nach wie vor. Und auch die Kollegen, die jetzt kurz vorm SOP stehen mit den eigenen Systemen, wissen, wovon ich spreche. Und diesen Bereich, dass er sich so stark trennt, das hat man vielleicht ein bisschen unterschätzt. Dass es kommt, war klar. Und ich habe auch viele, viele Bestätigungen gesehen, dass diese Hypothese, die Technologie kommt aus dem Backend, ja, in das Fahrzeug ein absolut stimmt. Und da durfte ich auch bis jetzt sehr, sehr viel lernen. Und es ist in der Tat so, ich glaube auch, wir hätten viel früher schon etwaige Technologien im Fahrzeug gesehen, wäre nicht der Anspruch an Sicherheit und Realtime im Fahrzeug da. Und wir sehen ja, über was wir hier reden. Wir versuchen ja im Prinzip, die Prinzipien des Backends auf das Fahrzeug zu bringen. Und ich denke, das ist der große, große Perspektivenwechsel, wenn man es so nennen kann. Was die Arbeit in der Automobilindustrie angeht oder beziehungsweise jetzt bei, in der IT-Branche, was haben Sie da für Veränderungen erlebt? Es ist ein sehr dynamisches Umfeld. Also ich bin gewohnt, sehr, sehr große Angebote beziehungsweise RFQs zu bearbeiten, weil Sie müssen einfach sehen, das multipliziert sich natürlich sehr stark. Wenn Sie ein Stück Hardware haben, das irgendwie zwischen 300 und 700 Dollar kostet, dann geht das natürlich in sehr, sehr große Bereiche. Jetzt ist es sehr filigran und sehr breit geworden. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung, weil Sie sitzen vor einem unglaublich reichen Portfolio an Einzellösungen, die halt in neuer Form zusammengefügt werden müssen, um das Automotive-Portfolio durch alle Kompetenzzentren hindurchzubauen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend und macht mir mit meinen Kollegen unglaublich viel Spaß, weil sie lernen täglich und auch mit einer Perspektive, ich meine, jetzt bin ich ja fast ein Jahr dabei, jetzt ist die auch nicht mal so neu, aber wenn Sie tatsächlich da mal Fragen stellen, dann kommen Sie auf ganz neue Ideen, wie ich es ja hier beschrieben habe und ich glaube, da haben wir noch viel, viel zu berichten und da liegt noch ein guter Journey vor uns. Sie haben ja auf einer Slide auch das Thema Cooperation angesprochen. Das klappt ja bei dem Thema Datenaustausch und Cloud-Infrastruktur jetzt auf europäischer Ebene ja beim Bereich Catena X und Gaia X ja eigentlich schon ganz gut. Glauben Sie auch, dass man so eine Zusammenarbeit auch auf höherer Ebene im Bereich Softwareentwicklung, Softwarebetriebssysteme hinbekommen könnte? Wir hatten ja neulich auch die Forderung von BMW, dass man in bestimmten Bereichen der Software da stärker auch, sage ich mal, unternehmensübergreifend zusammenarbeiten soll. Sehen Sie da überhaupt eine Chance dafür? Also ja, ich habe das auch verfolgt. Das ist natürlich der hehre Anspruch, weil aus einer Entwicklerperspektive ist das genau das, was man möchte. Ja, man möchte im Prinzip ein System haben, idealerweise, das sehr deterministisch ist, gegen das man entwickelt, weil dann kann ich im Prinzip meine volle Kreativität auf die Entwicklung konzentrieren und muss mich nicht fragen, gegen welches Ökosystem entwickle ich. Ja, Sie haben verschiedene Betriebssysteme. Sie haben Android Automotive, Sie haben VWOS, Sie haben MBOS. BMW hat ein eigenes System. Es gibt auch viele Softwareanbieter, auch im Linux-Bereich, die eigene Betriebssysteme entwickeln wollen. Und von daher finde ich den Anspruch den richtigen. Ich glaube aber, ähnlich zu der Analogie im Hardware-Bereich, es braucht viel Kooperation und auch aufeinander zugehen, dass wir zumindest mal das beste System, überzeugende System in irgendeiner Form finden, weil jeder hat ja auch viel Geld investiert. Jeder ist ja davon überzeugt, dass sein System das Beste ist. Bleibt eine wirklich spannende Frage. Der Anspruch ist der richtige und ich glaube, wir werden auch im Markt sehen, dass sich da ein, zwei Systeme durchsetzen werden, weil die Vielzahl von Systemen ist einfach auch zu kostspielig. Ja, sind wir gespannt, welches System sich am Ende durchsetzen wird. Vielen Dank, Herr Hort, nochmal für Ihre Antworten und Sie sind sicherlich auch gleich beim Get-Together dann noch für Fragen offen. Vielen Dank. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Wir gehen